Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben unsere Vortragsreihe für den heutigen Samstagmorgen eröffnet. Und wie Sie sehen, bin ich nicht alleine, sondern wir sind heute Morgen zu früher Kaffeestunde zu zweit. Und ich darf Ihnen versprechen, dass wir heute gemeinsam mit Ihnen und mit unserem Referenten, Herrn Christian Uth, ein super spannendes Thema zum frühen Morgen uns vorgenommen haben, nämlich wie sich das Lernen in der Zukunft verändern wird. Und ja, den Ball schmeiße ich mal rüber in den Süden der Republik. Herr Uth, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Dann starte ich sogar direkt, indem ich auch meine Folie schon mal auf Ihren Bildschirm lege. Und es geht darum, wie sich Lernen in Zukunft verändern wird. Und da würde ich gerne folgendes mal mich einmal ganz kurz vorstellen, dass Sie die Idee haben. Der sitzt da eigentlich vor Ihnen, für die, die mich nicht kennen, Christian Uth, bin verheiratet, bin Vater von 5 Kindern. Komme aus einem Handwerksbetrieb, nämlich aus einem Fliesenfachgeschäft aus Neuss bei Düsseldorf, habe 9 Jahre im elterlichen Betrieb gearbeitet. Mein Bruder und ich haben den Betrieb irgendwann vom Vater übernommen. Dann haben wir eine Software fürs Unternehmen gesucht, keine gefunden. Was macht man dann? Dann gründet man halt einfach eine Computerfirma. Habe in dem Zuge ungefähr 4.500 Handwerksbetriebe von innen gesehen und habe mich dann aber irgendwann als Trainer selbstständig gemacht. Es gibt einen Ausflug in die Industrie. Manche kennen mich noch über das Schlüter-Schulungswesen. Ich habe Schlüter das Schulungswesen weltweit aufgebaut und als arbeite aber seit jetzt über 25 Jahren insgesamt als Trainer. Worüber reden wir heute? Das ist relativ einfach. Wir gehen einfach mal kurz durch. Sollten sich Schulungskonzepte ergänzen, oder sollte man neu erstellen? Wie lernen wir? Wie können wir Dinge behalten? Wie viel wird bei einem normalen Training nachhaltig umgesetzt? Und warum machen auch verschiedene Lehrer zum Beispiel Sinn? Auch da werden wir darüber sprechen. Wir reden über Microlearning, Blended Learning. Das sind zwei Begriffe, die für viele eher neu sind. Und wir werden darüber sprechen, warum ein Mix Sinn macht. Und das wird so das Thema sein. Ja, und da wir ja in einem Webinar sind und Sie nicht nur passiver Zuhörer sein sollten, wenn es geht, würde mich interessieren, wie viel Zeit verbringen Sie persönlich im Jahr mit Weiterbildung? Jetzt haben wir natürlich das Jahr 2020, ist vielleicht etwas schwierig, aber dann nehmen wir vielleicht 2019 als Beispiel. Wenn Sie einfach mal die Chat-Funktion nutzen, dann könnte man hier eben direkt in den Chat eingeben, was glauben Sie, wie viele Stunden oder Tage im Jahr Sie für Weiterbildung ausgeben? Das würde mich mal interessieren, wenn das okay ist, dass Sie damit reinschreiben. So. 10 Stunden, der Herr Schanzer. Wunderbar. Gucken wir mal, ob wir noch mehr. Und die Frage ist natürlich, wenn Sie Chefs sind, Mitarbeiter haben, wie viel Ihre Mitarbeiter an Zeit ausgeben. Und 2 Tage ist jemand dabei, 3 bis 5 Tage, sehr gut. Und die Frage ist jetzt die, A, natürlich, wie viel behält man von solchen Trainings? Das heißt, wie viel nimmt man mit? Und die Frage ist die, müssen wir auch das Lernen selber einfach mal überdenken, müssen wir es ergänzen, müssen wir es neu erstellen. Und dabei würde ich gerne einen Gedanken mit Ihnen teilen. Das ist, dass ich glaube, wir müssen über Schulungskonzepte neu nachdenken, weil die gehen nach Terminplan, die gehen aber nicht nach Lebensumständen. Wir werden 8 Stunden in irgendeinem Raum gefärscht, sollen dann lernen. Das passt manchen gar nicht in den Biorhythmus. Ich sehe das bei den Studenten. Wenn ich sehe, wann ein Student lernt, der schläft bis 12 und lernt dann aber vielleicht bis abends um 12. Also wir müssen darüber nachdenken, passen wir das Lernen den Schülern an oder die Schüler dem Lernen an? Und dann ist die Frage nämlich die, wie lernt man überhaupt?
Und das Beispiel mit dem Fahrradfahren ist vielleicht nicht schlecht. Am Anfang mit Stützrädern, irgendwann probiert man es aus, fällt auf die Nase. Das heißt, im Kindesalter lernt man sehr viel über Schmerz. Das beste Beispiel ist immer die heiße Erdplatte. Die fasst ein Kind in der Regel nur einmal an, wenn es irgendwie zumindest normal gesund ist. So, eine zweite Art zu lernen ist die, wir alle können, glaube ich, sollten wir zumindest können, die Grundrechenarten. Und was hat uns genervt damals? Wir mussten auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen, wiederholen, nochmal wiederholen, immer wiederholen. Und wir lernen also auf zwei Wegen, über Schmerz und über Wiederholen und Erleben natürlich und Umsetzen der ganzen Geschichten. Und dann ist die Frage, wie viel kann man denn behalten? Und ich würde ein Beispiel nehmen, wie viel haben Sie aus Ihrer Schulzeit behalten? Ich zum Beispiel habe in der Schulzeit Englisch gehabt und Französisch. Komischerweise Englisch hat man besser behalten, oder? Mein Französisch ist fast weg. Ich habe Italienisch mal gelernt, mein Italienisch ist fast weg. Warum? Weil man es nicht so oft wiederholt. Das heißt, wir müssen uns einfach klar sein, dass wenn wir Dinge lernen und wiederholen, dann haben wir eine viel, viel höhere Behaltensleistung. Und das ist eben der Punkt. Und da kommen wir zu diesem Microlearning, das heißt in kleinen Schritten lernen. Man hat festgestellt, dass wenn man Lerndinge dreimal wiederholt, einmal im Start, einmal nach 6 Tagen, einmal nach 20 Tagen, dann kommt man zu komplett anderen Ergebnissen. Und ich würde gerne eine Frage in die Runde stellen. Ich werde sie allerdings auch selber beantworten. Übt Ronaldo noch Freistöße? Ja, und natürlich übt er Freistöße, der ist ja nicht doof, aber der kann doch Freistöße schießen. Das heißt, warum übt er trotzdem, warum immer wieder, jeden Tag, und das ist der Letzte auf dem Trainingsplatz. Das heißt, was der verstanden hat und vielleicht im Gegensatz zu anderen Freistoßschützen, dass man das einfach vertieft ins Hirn bringen sollte und Ihnen ist das ja wahrscheinlich allen schon mal gegangen. Sie waren das zweite Mal bei einem und dem gleichen Training. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt. Man hat einen Trainer ein zweites Mal erlebt. Und was ist das Interessante? Man glaubt beim zweiten Mal, dass er was anders gesagt hat. Man glaubt beim zweiten Mal, dass er anders Dinge erzählt hat. Obwohl er eventuell ganz genau den gleichen Vortrag gehalten hat. Warum? Weil man plötzlich in der Wiederholung Dinge auch anders sieht. Und die Frage ist jetzt, wie lange kann man sich eigentlich konzentrieren? Und jetzt ist die Frage, 7 Minuten? Kann man sich 7 Minuten konzentrieren? Kann man sich 90 Minuten konzentrieren? Kann man sich 480 Stunden konzentrieren? Das wäre nämlich 8-Stunden-Tag. Und hier müssen wir einfach überlegen, passen wir das Lernen den an, was der Mensch kann, oder passen wir das Lernen an, oder andersrum den Mensch an das Lernen an. Und deshalb ist die Frage die, wie kann man Lernen in den Alltag einbauen? Und gerade jetzt bei Corona, wo wir eine Überlastung der Mitarbeiter haben, wo wir teilweise die Mitarbeiter gar nicht vor Ort haben, das heißt, wir im Grunde überhaupt keine Zeit für Weiterbildung haben, ist die Frage, wie viel Lernzeit pro Tag wäre denn machbar? Und ich würde es vielleicht noch anders formulieren. Ab welcher Zahl gäbe es keine Ausrede mehr? Ja? Würde man schaffen, 5 Minuten am Tag, ich bin kein Raucher, aber ich habe mal gehört, so eine Zigarette sind ungefähr 5 Minuten am Tag, 7 Minuten am Tag, würde man das hinkriegen, wenn man das wirklich will? Und das ist der Ansatz, den wir haben, und wir haben da eine Lösung für, die werden wir Ihnen gleich zeigen, das ist die Perfect Health Akademie. Und die Frage ist eben die, machen auch verschiedene Lehrer Sinn? Weiß nicht, wer das schon erlebt hat. Ich habe 5 Kinder, ich habe es erlebt. Kind hat eine schlechte Note in Mathe, kriegt einen neuen Lehrer und plötzlich schießt die Note nach oben. Warum? War das Kind vorher doof oder was auch immer? Nein, der Lehrer hatte einfach einen besseren Draht zu demjenigen. Und deshalb macht es ab und zu einfach auch Sinn, verschiedene Lehrer mit in dieses System einzubinden. Und genau das wollen wir über Blended Learning hinkriegen. Was ist Blended Learning? Vereinfacht kann man sagen, Blended Learning ist einfach der Mix aus verschiedenen Lernmethoden.
Kunden. Das heißt, einerseits Vorträge, Videos, Tests, Coaching. Das heißt, die Idee ist, Lernen bewusster einzusetzen, bewusster zu vermischen, Lernwege, Lernpfade zu gehen und eben dann auch darüber nachdenken, okay, was kann ich selber lernen? Also wofür brauche ich keinen Coach? Und wo macht ein Coach Sinn oder ein Trainer Sinn? Und deshalb ist Blended Learning der richtige Mix. Und das Ganze nennen wir Lernpfade. Das heißt, wie kann man das jetzt in die Praxis umsetzen, dass man eben dieses Lernen auch macht? Und dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Nämlich, ja, ich habe zusammen mit mehreren anderen Trainern eine sogenannte Perfect Sales Akademie gegründet. Was ist der Grundgedanke? Das ist relativ einfach. Der Grundgedanke ist, dass wir Lernen auch außerhalb von Trainingsräumen machen können. Das heißt, es ist ein Videoportal, wo Sie in 7 Minuten Schritten pro Tag lernen können. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jeder Ihrer Mitarbeiter oder Sie selber würden sich nur 7 Minuten am Tag weiterbilden. Wäre man dann oder hätte man dann andere oder bessere Ergebnisse? Und das ist der Ansatz. Es gibt eine Internetseite dazu, die heißt einfach www.perfectsales.akademie, also wo sonst das DE steht, steht hier Akademie, Perfect Sales Akademie. Da könnten Sie mal reingucken, wenn Sie möchten. Sie können sich auch am Testzugang da anlegen. Was ist die Idee oder der Nutzen für den einzelnen Teilnehmer? Das eine ist klar, minimaler Lernaufwand. Wenn wir 7 Minuten am Tag haben, denke ich, ist das zu vertreten. Wir haben eine Trainervielfalt, also genau das Thema mit den verschiedenen Lehrern. Trainervielfalt und das ist das Besondere hier, wir können hier auch mit den Experten interagieren. Und was ist der Nutzen fürs Unternehmen? Das, denke ich, ist klar. Wir wollen im Schluss Ergebnisse verbessern. Wir wollen aber auch eben auf das Thema Arbeitszeitsparen eingehen. Und am Schluss wird sowas natürlich auch eine Unternehmenskultur fördern. Weil was stellen wir fest? Warum verlassen teilweise engagierte junge Menschen Unternehmen, weil sie keine Weiterbildungskonzepte angeboten bekommen? Und das ist halt eine Möglichkeit. So, wenn man Mitglied ist, kommt man in diesen sogenannten Mitgliederbereich, da hat man Zugriff auf Kurse, hat Zugriff auf Trainer, kann Fragen an die Trainer stellen, hat die Übersicht über die Themen, hat ein Konto und hat empfohlene Lernwege. Ich zum Beispiel bin in meinem Job Spezialist für Neukundenakquisition. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, also um Preisverhandlung. So, und jetzt gibt es verschiedene Lernpfade. Und wenn man jetzt sagt, okay, einer möchte gerne sich mit dem Thema Neukundenakquisition befassen, dann kann er, wenn er möchte, einem Lernpfad folgen. Das heißt, er geht hier auf diesen Button drauf, hat dann eine kurze Erklärung und hat dann einen Kurs, wenn man so will, oder einen Lernpfad, dem er folgen kann, wenn er möchte. Er hat zwischendurch Tests, er hat Aufgaben zwischendurch, die er erledigen muss oder nicht muss, die er darf. Es gibt Übungsaufgaben, wo er dann eben auch sagen kann, okay, ich rufe mir irgendwelche PDFs auf, ich mache Tests nachher. Das heißt, er kriegt nachher ein Zertifikat dafür. Und wir werden, darf ich jetzt schon mal verraten, wir werden für 1200 Grad auch einen solchen Test anlegen und anbieten, nicht nur einen Test, sondern auch einen solchen Kurs oder einen solchen Lernpfad. Das heißt, da kann man auch mal, wenn man sich das zumindest mal in den Grundzügen angucken möchte, auch entsprechend angucken. So, was haben wir für Themen? Auch da gehen wir vielseitig. Wir sagen, alles, was in einem Berufsleben vorkommen kann. Das eine ist alles natürlich, was mit Verkauf zu tun hat, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, vielleicht gehe ich hier einfach mal drauf. Und da sind zum Beispiel auch so Sachen wie Umgang mit Stress, Work-Life-Balance. Spielt heute auch gerade bei Mitarbeitern eine immer, immer wichtigere Rolle. Umgangsformen, Körpersprache, aber auch so verrückte Dinge wie Verhalten bei Geschäftsessen. Das waren übrigens Kundenwünsche. Das heißt, da sind Kunden auf uns zugekommen, haben gesagt, wir hätten gerne Videos zu dem und dem Thema. Oder ein anderer Kundenwunsch war jetzt im Bereich Verkauf. Ich gehe mal ganz nach unten, also damit Sie sehen, welche Vielfalt an Kursen da ist. Zum Beispiel Kundenkontakt halten ohne Besuche. Also wie kann ich
wo ich früher vorbeigefahren bin, und wer gestern den Vortrag von Herrn Grieser gehört hat, der weiß, ja, vorbeifahren ist vielleicht nicht erstmal so der richtige Gedanke, sondern wir müssen schaffen, dass wir eben auch wirklich mit dem Konzept und mit Terminen und so weiter zum Kunden kommen. Aber hier ist eben auch erklärt, so wie kann man Kontakte halten oder es wird erklärt, wie man Smalltalk macht oder positive Kommunikation. Und vielleicht kann ich am Beispiel Smalltalk das einfach mal zeigen, wie wir auch da gedanklich vorgehen. Es gibt Leute, die lieben meine Vorträge und es gibt Leute, die hassen meine Vorträge. Und der Grund ist exakt der gleiche. Ich benutze extrem viele Praxisbeispiele in meinen Schulungen. Und das ist genau der Punkt. Manche nervt das und sie sagen, das ist Selbstbeweihräucherung. Und andere finden es total gut, weil man dann einfach einen Bezug zur Praxis vielleicht hat. Und das ist hier der Punkt. Das Smalltalk-Thema selber sind nur 2 Lektionen nach 7 Minuten. Aber jetzt dann die Praxisbeispiele sind eben mehr. So, und wenn man auf sowas geht, ich nehme jetzt mal einfach hier den Bergsteiger als Beispiel. Das heißt, dann kann man sich diese Videos angucken, kann die logischerweise auf dem iPad, auf dem iPhone, das heißt, sie brauchen jetzt keinen Rechner dafür, kann man sich da weiterbilden, kann sich die Filme angucken. Wie gesagt, wer möchte, kann sich gerne mal einen Testzugang holen, das gehen wir gleich kurz durch. Und ja, so kann man sich dann eben entsprechend Kurse ansehen, Tests machen. Man hat auch nachher einen Überblick darüber, was man gelernt hat. Und vielleicht hier noch ein Hinweis, falls Chefs auch in der Runde sind, selbstverständlich, der zahlt, darf auch gucken, was gelernt wurde. Das heißt, auch die Chefs können natürlich nachgucken, was die Mitarbeiter für Kurse gemacht haben. Man kann sich hier Zertifikate ausdrucken. Das heißt, man hat dadurch, wenn man die Tests geschafft hat, auch Zertifikate, kann also genau sehen, welche Dinge und welche Kurse durchgeführt sind. Wie gesagt, Fragen an die Trainer, das macht das Ganze interaktiver, weil manchmal lernt man, sieht ein Video und sagt, ja, das hört sich ganz nett an, aber kriege ich nicht in die Praxis umgesetzt, ich brauche mal einen Tipp vom Profi. Das sind Dinge, die alle mit dabei sind. Gut, was sind das für Trainer? Unterschiedliche Bereiche, bewusst. Ich nehme bewusst den Manfred Ritschert einmal noch mal schnell als Beispiel, weil der ist, kommt aus der Hotellerie. Warum nehmen wir einen Hotellerietrainer in ein eher baulastiges Konzept rein? Ganz einfach, weil der in der Lage ist, oder weil diese Trainer in der Lage sind, relativ schlecht bezahlte Mitarbeiter sehr, sehr freundlich zu Kunden zu machen. Also das heißt, die sind im Servicegedanken natürlich ausgebildet. Ich würde gerne noch die Frau Dr. Schönreiter mit rausnehmen, die diese ganzen Pflichtunterweisungen, Arbeitsschutz, die ein Arbeitgeber, die ein Geschäftsführer machen muss. Ich meine, man muss ja heute den Leuten sagen, dass sie nicht besoffen Auto fahren, und wenn sie das nicht tun, dann sind sie im schlimmsten Fall nachher dran oder mit dran. Und solche Dinge, die ganzen Pflichtunterweisungen, Arbeitssicherheit, sind alle mit in dem Konzept. Wir haben eine Psychologin im Team, die auch so Leadership-Feedback-Geschichten macht. Ich habe einen meiner größten Wettbewerber, den Holger Joe Scholz, mit im Konzept. Warum? Weil es kein Personenportal sein soll, sondern es soll ein Lernportal sein, wo alle möglichen, das ist wieder dieses 2 Trainer, der eine, dem einen hört man zu, dem anderen vielleicht nicht. Und wo wir uns sehr mit befassen, der Peter zum Beispiel ist mein Partner in dem Portal, also wir beide haben das gegründet, Digitalisierung im Handwerk, digitale Prozesse im Handwerk. Also auch da einfach versucht, auch die Zukunftsthemen eben auch direkt mit in diese Geschichte einzubringen. So, vielleicht einmal noch ganz zum Schluss, ich glaube, ein bisschen Werbung dürfen wir machen, aber einmal, was kostet sowas? Das ist relativ einfach. Wäre man eine Einzelperson und sagt, ich will nur als Einzelperson daran teilnehmen, reden wir über 30 Euro im Monat. Ansonsten fängt es an bei 10 Euro im Monat, wenn man 5 Zugänge braucht, geht runter zu 5 Euro im Monat, wenn man 50 Zugänge braucht. Das war ein Ziel unserer Akademie, dass Schulungen eben kein Geld oder also wenig Geld kosten sollten. Das war unser Ansatz. So, und am Schluss noch eine Zahl, die vielleicht wichtig ist. Und dann können wir dann auch gucken, was im Chat steht, ob irgendwelche Fragen sind.
Und da Herr Grieser nicht unterbrochen hat, was wir vorher so vereinbart hatten, wenn es soweit ist. Wenn wir etwas lernen und hören es nur, dann behalten wir 20%, wir vergessen 80%. Wenn wir hören und sehen, jetzt kommt so dieses Videogedanke dazu, sind wir schon bei 30%. Wenn wir hören und sehen zusammen, sind wir bei 50%. Wenn wir noch sprechen und handeln, kommen wir auch bis zu 90%. Und das ist halt ein für uns extremst wichtiger Ansatz, dass wir sagen, wir wollen die Qualität der Schulungen mit Hilfe zum Beispiel der Perfect Sales Akademie verbessern. Das heißt nicht, und damit das auch direkt klar ist, dass wir Präsenztrainings demnächst nicht mehr brauchen. Also es wird die Schulung mit einem Trainer, das Coaching nicht ersetzen, aber es kann es optimal ergänzen. Und vielleicht am Schluss ein Beispiel dafür. Ich reise ja mit Außendienstmitarbeitern mit und wir machen Kaltakquise. Wir haben geschafft, einen Termin für den nächsten Tag zu bekommen. Ich musste aber am nächsten Tag wieder weiterreisen. Dieser Außendienstmitarbeiter hatte einen Zugang zur Perfect Sales Akademie. Wir haben abends noch besprochen in der Schlussbesprechung. Nehmt ihr das Video vor, guckt ihr das an, füllt den Zettel noch aus und dann gehst du morgen mit dem Wissen oder mit dem frischen Wissen nochmal in den Termin. Und in diesem Fall rief er mich am nächsten Tag an und hat sich nochmal bedankt, weil ihm das extrem geholfen hat, einfach nochmal sich da weiterzubilden, ohne dass wir jetzt extra einen neuen Kursus dafür machen können. Und das Gleiche gilt eben für Neumitarbeiter. Ich habe in der Schweiz gefunden, sobald ein neuer Mitarbeiter kommt, der muss einen bestimmten Lernpfad durchgehen. Das heißt, auch da Einarbeitung von Mitarbeitern kann man auch über solche Videoportale machen. So, und dann würde ich bereitstehen für Fragen oder Chat oder Kommentare oder was auch immer. Ja, gut, ein beeindruckendes Komplettpaket. Ich glaube, nicht nur im Moment zeitgemäß, sondern auch auf Zukunft gerichtet. Wir haben Kommunikation im Chat gehabt. Aktuell scheinen Sie sehr umfassend das ganze Thema besprochen zu haben. Deswegen würde ich gerne auch aus eigenem Trainerinteresse für Sie nochmal nachfragen wollen. Ich glaube, die Bereitschaft der Mitarbeiter ist ja unheimlich hoch, im Grunde an dem Thema Weiterbildung zu arbeiten. Ist denn von der Chefseite das Thema auch mit dieser Priorisierung schon erkannt? Ich weiß, warum die Frage kommt und ich habe jetzt den schwarzen Peter. Einerseits ja. Also manche Chefs sehen Training einfach als lästiges Übel. Und vielleicht sogar als Zeitverschwendung. Andere erkennen aber die Chancen darin. Also wenn man Ergebnisveränderungen sieht, wenn man beispielsweise ein Preistraining macht oder wenn man Ergebnisveränderungen sieht, wenn man Neukundenakquise-Training macht, diese Chefs sind natürlich dann auch überzeugt. Wobei ich einen Appell gerne geben möchte an alle Chefs, die gerade zuhören. Nehmen Sie bitte auch mal selber an so einer Schulung teil. Das ist, was uns als Trainer immer wieder ja, ein bisschen aufstößt. Ja, die Leute sollen lernen, aber es ist oft das falsche Signal. Und ich habe das Extrembeispiel mal, ein CEO von einem Unternehmen mit über 1500 Mitarbeitern. Ich hatte die Aufgabe, neue Mitarbeiter zu schulen, kommen in den Schulungsraum und plötzlich sitzt der CEO da. Und ich sage, was machen Sie denn hier? Ja, sagt der Herr Uth, ich muss doch meinen Leuten klar machen, dass das wichtig ist. Und das war vollkommen beeindruckend. Und das sind Dinge, die ich danke für den Ball, den Sie rübergespielt haben. Aber das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Okay. Ja, es kommt im Chat jetzt noch, was die Besonderheit denn von dem Blended Learning im Vergleich zu so einem konventionellen Ansatz ist. Ja, im Grunde der, dass wir auch zeitlich das Ganze auseinanderreißen. Also in einem Blended Learning Konzept kann ich dadurch, dass teilweise selber Lernen dabei ist, dass teilweise Übungen, dass teilweise nur Stunden-Coachings dabei sind. Hier kommt natürlich so eine Kommunikation, die wir hier gerade haben, auch dem Coaching-Gedanken zugute. Das heißt, ich kann Hausaufgaben, ich kann Aufgaben geben und es macht nachher die Mischung. Weil was wollen wir? Wir wollen ja nicht den
Teilnehmer nur voll labern, sondern der muss das ja selber erarbeiten. Und das ist so ähnlich, als würden wir einem Kind erklären, wie Fahrradfahren geht und würden dann nach Hause gehen. Ja, aber was macht man? Nein, man hilft dem, man benutzt Stützräder, und es geht dann irgendwann in eine Routine über und irgendwann denken wir überhaupt nicht mehr darüber nach, dass wir Fahrrad fahren können, weil das einfach so intuitiv in einem drin ist. Und das ist bei den, deshalb Blended Learning, Blended heißt einfach nur Vermischen von Lerninhalten, das schon sehr, sehr stark versucht wird oder auch gemacht wird in Praxistrainings vor Ort. Aber hier gibt es eben dann die Kommunikation noch mit Hörbüchern. Also ich zum Beispiel höre unsere Videos im Auto. Mhm. Ja, also wenn ich im Auto unterwegs bin, dann stelle ich mir das ein und höre Videos. Also höre den Text, weil ich natürlich im Auto nicht gucken darf. Oder morgens früh mal eben beim Frühstück. Aber, und das ist das Interessante, ich habe selber festgestellt, wenn ich mich zwinge dazu, wirklich nur 7 Minuten am Tag, dann ist das den ganzen Tag komischerweise irgendwie drin. Und dann erlebe ich das. Und das ist halt der Unterschied zu, ich werde 480 Minuten vollgequatscht und da bleibt einfach dann weniger hängen, als wenn wir das mit Systemen machen. Und dafür auch diese Zusammenarbeit mit dem Psychologen, dass wir eben auch diese Lernpfade auch vom Psychologen ausarbeiten lassen. Okay, vielen Dank. Ja, wenn ich so schaue, Erhut, Sie scheinen den Nerv getroffen zu haben. Also ich bin überrascht, aufgrund der Fülle unserer Zuhörer zu diesem frühen Morgen. Also das Thema Lernen der Zukunft scheint ein ausgesprochen aktuelles und zukunftsträchtiges Thema zu sein. Und Sie haben das richtige Komplettangebot. Also vielleicht noch einen Schlusskommentar. Das Ganze ist nicht durch Corona entstanden, sondern weit vor Corona. Also vor 2 Jahren haben wir damit angefangen und ich kann das kurz einmal nochmal in einer Story, dann bin ich auch fertig. Ich war auf einer Schulung in Hamburg. Ich lebe selber in Bayern, in der Nähe vom Chiemsee. Ich war auf einer Schulung in Hamburg, 800 Kilometer weit weg und dort waren noch 10 Leute und 9 kamen aus Bayern. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, stopp, wir müssen auch mal über andere Konzepte nachdenken, über weniger Reisezeit. Da waren jetzt 9 Leute 2 Tage mindestens unterwegs. Und das war einfach, da merkte ich, da müssen wir über andere Konzepte nachdenken. Und so entstand auch unter anderem die Idee. Mhm. Vielleicht nehmen wir noch eine Abschlussfrage aus dem Chat. Die Frage ist, ob es sowas wie Podcasts gibt. Ja, kann man daraus extrahieren. Also können wir auch einrichten als extra Podcast. Wie gesagt, die andere Alternative ist, also dadurch, dass die Kurse auch hintereinander laufen, dann, wenn man so eine Reihenfolge hat, könnte man das auch, wie gesagt, sich anhören. Aber ist in Arbeit, das auch als Podcast abrufbar zu machen. Prima. Und wie gesagt, testen kann jeder. Es gibt einen 2 Tage freien Testzugang. Und wenn einer länger oder für seine Mitarbeiter oder mal in Ruhe gucken will, schreibt er mich bitte einfach an. Und dann schicke ich Ihnen da auch einen Testzugang mal für ein paar Tage länger. Das ist überhaupt kein Thema. Prima, Herr Huth. Eine ganz muntere Runde an diesem frühen Morgen und eine umfassende Information. Ein herzliches Dankeschön von hier, auch im Namen der Zuhörer, die im Chat ebenfalls das sehr interessant fanden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es weitere Kontakte auch nach dieser Session geben wird, nach dieser umfassenden Information. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao.